Willkommen auf der OOP 2013. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich vor Ort vertreten sind. Wir führen die OOP zum 22. Mal durch. Wir werden 1800 Teilnehmer vor Ort haben, haben ca. 70 Aussteller und 140 Vorträge über 5 Tage. Ja, wir sind auf der OOP, weil wir hier bestehende und neue Kunden treffen, die wirklich innovative und interessante Projekte haben. Also auf der OOP treffen wir Menschen, die einerseits Entscheider sind, aber andererseits auch wirklich Ahnung von den Technologien haben, die hier an dem Markt angeboten und nachgefragt werden. Ja, die OOP ist immer noch die größte IT-Konferenz in Deutschland und dementsprechend interessant für jemanden, der neue Themen ausprobieren möchte, was man hier darf, was ich wunderbar finde, aber auch Bekanntes wieder trifft und vor allem Bekannte wieder trifft. Ich will ein breites Spektrum anschauen, weil ich selber in einer Beratungsfirma arbeite, um zu sehen, was machen die anderen, welche Themen sind neu, welche Themen sind schon hinreichend besetzt und wo geht die Reise hin. Ich habe einfach ein paar Schlagzeilen gesammelt aus diesem letzten Jahr, also aus 2012. Und über diese Schlagzeilen werden wir ein bisschen diskutieren und wenn wir Anekdoten haben, werden wir Anekdoten besprechen und wir schauen mal, was passiert. Wir haben heute Morgen mal überlegt, wie viele Leute werden wohl da sein. Wir hatten gar kein Gefühl und ich bin total begeistert. Was ich als Referent auf der OOP genieße, ist das extrem fachkundige Publikum. Ich trage auf vielen Konferenzen vor, meist ist im Anschluss an die Präsentation noch eine kurze Fragerunde. Hier wird wirklich Tacheles geredet und auch im Folge beim Kaffee oder beim Abendevent wird nochmal richtig mit den Leuten Media Res gesprochen und das genieße ich besonders an der OOP. Wie war die OOP für Sie heute? Heute sehr spannend, also ich habe sehr gute Vorträge gehört, hat mir sehr gut gefallen. Zum überwiegenden Teil trifft es, was ich gesucht habe. Die Überraschungen waren zum Teil inhaltlich. Also manches fand ich wirklich sehr anregend und auch sehr gut. Wir freuen uns mit Ihnen auf die OOP 2014. Schon heute haben wir erste Highlights. 20-jähriges Jubiläum der Zeitschrift Objektspektrum, 10-jähriges Jubiläum des IT-Stammtisches. Wir sind bereit.